Ich wollte doch nur ein Eis essen und jetzt friere ich. Vielleicht kann mir der Nikolaus da vorne helfen. Mir ist so heiß. Das ist unerträglich, diese Hitze. Wirklich. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Ich brauche irgendwas zur Abkühlung. Irgendetwas. Gibt es hier nicht in der Nähe etwas? Oh ja, da drüben. Der Springbrunnen. Da kann ich mich bestimmt gut abkühlen. Und los. Au. Au. Jetzt habe ich noch eine Beule. Na, was soll's. Immerhin kann ich mich jetzt ein wenig abkühlen. Das tut gut. Endlich von der Hitze entflohen. Aber irgendwie, naja, irgendwie ist mir immer noch warm. Ich sollte mir ein Eis kaufen. Das ist die Idee. Verkaufen Sie Eis? Ach, ich schaue einfach selbst nach. So. Schönen guten Tag, ich würde gerne Eis kaufen und zwar eine Kugel. Hey, Moment mal. Wir verkaufen hier kein Eis. Habt ihr kein Eis? Nein. Aber nebenan gibt's einen Stand, da kann man sich Eis kaufen. Okay, dankeschön. Puh, dann bin ich mal gespannt, ob ich da jetzt ein Eis bekomme. Oh ja, tatsächlich, da ist ein Eisstand. Steht hier alle Schlange? Okay, dann stelle ich mich auch mal an. Ja, sie stehen hier auch Schlange? Okay, ja gut, dann warte ich eben mal. Puh, wie lange dauert es denn noch? Ah, nicht drängeln bitte, sonst ist hier Schluss mit dem Eisbecherverkauf. Nicht drängeln bitte, es sind genug Eisbecher für alle da. Ach, wirklich? Aber wenn ich mir so die Eisbecher angucke... 2, 3, 4... Das sind nur noch 4 Eisbecher. Das heißt, das reicht nicht mal für alle. Da kann ich ja ewig da warten und anstehen. Och, nö... Jetzt kriege ich nicht mein Eis, mir ist so heiß. Ich muss mich irgendwie abkühlen. Ist da hinten nicht eine Oase? Da muss ich sofort hin. Meine Lieben, wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Denn so verpasst ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Hier gibt es Videos für die ganze Familie. So. Genau der richtige Zeitpunkt, um in die Oase zu springen. Da ist sie. Da ist ein kleiner Tümpel. Ein kleiner See, wenn man so möchte. Ah, das ist viel kühler als der Springbrunnen. Wobei, naja, die Hitze, also die Sonne, die hat diesen kleinen See auch sehr stark aufgewärmt. Naja... Ich bin zwar etwas nass, aber ehrlich gesagt ist mir immer noch warm. Oh, Mist, übel. Vielleicht gibt es jetzt Eis, vielleicht gibt es Nachschub. Ich muss nachsehen. Ich brauche unbedingt ein Eis, sonst flippe ich noch aus. Ich habe schon Kopfschmerzen. Oh, schnell zurück zur Eisdiele. Hoffentlich haben sie Nachschub gebracht und hoffentlich ist die Schlange nicht mehr so groß. Da waren ja 5 Leute. Ob ich diesmal dann Eis bekomme? Oh nee, ich sehe es jetzt schon. Das hat sich ja gar nicht gebessert. Hier steht immer noch alle Schlange, was? Ah ja, mega nervig. Die kriegen es einfach nicht gebacken. Och nö. Ich will ein Eis. Hey, die zwei sehen wie Eiskugeln aus. Hallo, kann man euch essen? Hahaha, Scherzkeks, uns kann man nicht essen. Wir dürfen einfach nicht reinkommen. Was ist denn los? Wir würden gern auf die Party gehen, aber wir dürfen nicht. Ach so, das tut mir leid, aber woher kommt ihr denn eigentlich? Wir kommen aus dem Polarland, da ist es eisig kalt. Und Eis verkaufen wir da auch. Unendlich viel Eis. Was? Wo finde ich das? Wo muss ich da hin? Reise einfach mit der Odyssee, du findest das schon. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ich muss mich beeilen. Ich schwitze zwar wie ein Ochse, aber ich muss unbedingt ins Polarland, um mich da abzukühlen. Oh, ich brauche Eis, Eis, Eis. Ich will ein Eis. Also gut. Festhalten, wir reisen mit der Odyssee.
und holen uns ein leckeres Eis. Los geht's! Was man nicht alles für Eis tut, das muss ich schon sagen. Heureka, hier oben sieht es einfach fantastisch aus. Einfach grandios. Schöne Aussicht, muss ich schon sagen. Hui, und das scheint das Polarland zu sein. Und ganz in der Nähe auch die Schlotterkompen. Aber hier ist es ja eisig kalt. Ich wollte doch nur ein Eis haben. Hallo? Was ist das denn für eine Schneewolke? Sind Sie der Nikolaus? Hallo? Hören Sie mich? Ich wollte mal nachfragen, wo gibt es denn hier... Wow! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich muss mich irgendwo aufwärmen und das... Das Wasser ist ja eisig kalt hier. Ich muss irgendwo einen Unterschlupf finden. Das war echt keine gute Idee, hierher zu kommen. Hier ist es ja wirklich kalt. Hallo, Vogelscheuche. Okay, vielleicht kann ich mich ja aufwärmen, indem ich da nach oben klettere. Ein bisschen Sport hat ja niemanden geschadet. Oh, das ist anstrengend. Und das wärmt den Körper ein wenig auf. Sehr gut. Oh, hier ist es ja kalt. Eisig kalt im Wasser. Ich muss mich irgendwo schleunigst aufwärmen. Da unten ist eine Tür. Vielleicht kann ich da rein, um mich da aufzuwärmen. Vielleicht ist das ein Geheimversteck, wo es ein Lagerfeuer gibt. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Ein großer Eisberg. Vielleicht ist oben auf dem Eisberg irgendwo ein Unterschlupf für mich. Ich muss es rausfinden. Autsch! Oh, schnell aus dem Wasser. Okay, dann mal los. Wow. Die Raketenblumen sind ja äußerst schnell. Wow, Achtung. Immer schön den komischen Dingern hier ausweichen. Eieiei. Fast war ich hinabgestürzt. In die Tiefe. In die Tiefe. Voller Kälte. Eieiei. Schnell weiter. Eieiei. So, noch eine Blume. Die nehme ich gerne mit. Huiuiuiui. Okay, eine Röhre. Das kenne ich aus dem Pilzkönigreich. Eine Röhre führt immer in den Untergrund, wo es schön kuschelig warm ist. Ah, endlich habe ich's geschafft. Was? Jetzt bin ich schon wieder hier oben. Eisig kalt. Ich muss unbedingt irgendwo einen Weg finden, wo ich mich aufwärmen kann. Also schnell weiter. Gibt es hier nirgendwo eine Höhle oder ähnliches? Irgendein Ort, wo ich mich aufwärmen kann? Da ist eine Höhle oder ähnliches. Was machst du denn hier, Kapitän Toad? Dieses Land ist wahrhaftig eisig. Verfrierst du auch? Nee, nicht so sehr. Ich habe einen Polunder an. Einen Polunder? Ich hätte gern eine Winterjacke. Dann sollst du mal in die Schlotterkompen gehen. Danke für den Tipp. Wo finde ich die? Einfach der Nase nach. Einfach der Nase nach. So einfach sagst du. Meine Nase ist an meinem Körper. Und die zeigt die ganze Zeit, naja, wenn ich auf meine Nase drücke, geradeaus. Also einfach geradeaus hier rein. Bin ich da richtig? Wo bin ich denn jetzt? Hallo, Entschuldigung, sind das hier die Schlotterkompen? Nein, da bist du richtig falsch. Wo finde ich denn die Schlotterkompen? Schau mal nach einem Brunnen. Okay, das reicht mir schon als Info, danke. Schnell hier raus, da war es ja noch kälter als hier draußen. Wo finde ich denn hier einen Brunnen? Vielleicht da drüben. Oh nein, nicht wieder ins Wasser, hier ist es eisig kalt. Bloß raus hier, bloß raus hier.
Oh, das ist gar nicht schön. Da vorne, was ist das? Über dem Eisbrunnen? Genau das Richtige. Das, was ich gesucht habe. Und rein mit uns. Vielleicht finde ich da endlich eine Winterjacke. Okay, und hepp. Wow. Wow. Wo bin ich denn hier gelandet? Es wird hier schon etwas wärmer, aber so richtig warm ist es immer noch nicht. Hallo. Willkommen in den Schlotterkompen. Wo kriege ich denn hier eine Winterjacke? Hier gibt es Eis. Willst du ein Eis haben? Ja, sieht eher aus nach Hotdog. Aber ja, vielleicht nachher. Ich würde mir gerne erst einmal eine Winterjacke holen. Du möchtest Souvenirs? Ich möchte kein Souvenir, ich möchte eine Winterjacke. Hallo, verkaufen Sie Winterjacken? Ja, schau mal im Schrank nach. Bedien dich. Dankeschön. Schnell eine Winterjacke anziehen. Eieiei, meine Polarkapuze und ein Polaroutfit. Endlich. Schön kuschelig warm. Danke. Ihr habt mir wirklich das Leben gerettet. Wer hätte gedacht, am Anfang habe ich noch geschwitzt wie ein Ochse und jetzt? Jetzt friere ich. Ja gut, mit meinem Polaroutfit tue ich das nicht mehr. Bist du wegen der Rennen hier? Rennen? Welche Rennen? Hier gibt es tolle Rennen bei uns in den Schlotterkompen. Die machen echt Spaß. Wenn du schon hier bist, probier das doch mal aus. Oh, danke für den Tipp. Wo finde ich das denn? Einfach unten. Einfach nachfragen. Okay. Na gut, eigentlich wollte ich ein Eis essen, aber jetzt ist mir eigentlich gar nicht mehr so warm. Hä? Hat da jemand nach mir gerufen? Prinzessin Peach! Prinzessin Peach, was machst du denn hier? Oh, hallo. Die hiesigen Schneerennen haben es wirklich in sich. Bist du hier auch wegen dem Schneerennen? Naja, eigentlich bin ich hier, um ein Eis zu essen. Du Witzbold, ein Eis in der Polarregion? Du bist verrückt, Mario. Naja, aber du hast schon recht. Ich meine, ich könnte hier jetzt direkt mal an einem Rennen teilnehmen, oder? Erst jetzt ist mir klar geworden, wie wichtig Rennen für mein Leben sind. Ich danke dir, Schnurrbartmann. ja, gerne. Und wer bist du? Die Rennpiste ist da unten. Da unten? Na gut, dann sollte ich da mal einen Abstecher machen. Und vergiss nicht, Gewinn ist nicht das Wichtigste. Ja, hab ich schon verstanden. Also gut, dann mal los. Wow! Das ist ja eine reine Rutschpartie. Eieieiei, wow, wow, wow! Autsch! Das war echt ein großer Fall. Schneeflockenpiste. Bin ich hier richtig? Hallo alle miteinander. Wow! Das muss die Piste sein. Hola, die Rennen sind fabelhaft. Wow, schaut euch das mal an. Die ganzen Schneekugeln. Diese Eskimos, die auf dieser Rennbahn ein Rennen veranstalten. Das ist ja mal spannend. Da würde ich so gerne mal mitmachen. Das wäre toll. Dann sollte ich einfach mal fragen, ob ich teilnehmen darf, oder? So, hallo, darf ich teilnehmen? Es ist so aufregend zu sehen, wie alle Athleten ihr Bestes geben. Du bist kein Athlet, du darfst nicht mitmachen. Was? Ich bin der Champion? Komm, ich mach dich zum Champion, wenn ich darf. Oh, hey. Okay, ich bin bereit für ein Rennen. Endlich ist an der Rennfront wieder alles beim Alten. Hallo, Champion. Ich kann dir zwar keinen Preis anbieten, aber könntest du mir nochmal deine Überschall-Schneeballfähigkeit zeigen? Dann wollen wir das Rennen mal starten. Okay. Schlotter Grand Prix Schneeflockenpiste Klasse S. Wow, okay. Ich nehme jetzt als Schneeball an diesem Wettrennen teil. Na, hoffentlich geht das gut. Ich sollte aber in der Übung sein. Immerhin habe ich schon oft auf der Rennstrecke von Mario Kart den Gegnern das Wasser gereicht. Damit meine ich, dass ich gewonnen habe. Und das sollte doch kein Problem sein, oder? Okay, es ist nicht einfach, aber als Schneekugel
kann man so einfach wie ein Flummi durch die Gegend springen. Und das macht das Ganze so lustig und kunterbunt zugleich. So, wow, 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 bloß nicht aus der Bahn fallen. Ach, Teppichtörtchen. Jetzt war ich im hohen Schnee und konnte nicht weiterspringen. Das gibt's doch nicht. So, weiter. Uiuiui. Okay, Moment mal. Sehe ich das richtig? Letzte Runde? 3 von 3? Okay, okay, okay. Jetzt aber schnell. Eieieiei. Und tap. Sehr gut. Jetzt muss ich da vorsichtig drüber. Sehr gut. Wow, 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 wow. Oh nein, hier komme ich auch kaum voran, merke ich gerade. Eieiei. Schnell. Oh, Teppichtörtchen. Ich habe verloren. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich extra in das Schneeland gekommen, um zu gewinnen. Oh, wie schade. Aber immerhin habe ich hier etwas, um deine Teilnahme zu belohnen. Bitteschön. Oh, nur ein Trostpreis. Das tröstet mich gar nicht. Ich bin jetzt beleidigt. Beleidigt und traurig, dass das, was ich vorhatte, nicht funktioniert hat. Aber Moment mal. Was heißt hier traurig sein? Warum nicht einfach nochmal das Ganze ausprobieren? Warum schon aufgeben? Genau. Ich weiß, dass ich das kann und ich will es nochmal versuchen. Okay, du bist wieder dabei? Dann wollen wir das Rennen mal starten. Viel Erfolg, Kleiner. Okay, dann wollen wir den anderen doch mal zeigen, dass man sich mit uns nicht einfach so anlegen kann. Zeigen wir ihnen, dass wir es drauf haben. Dass wir in 0,nix schon im Ziel sind. Ehe die anderen davon merken. So. Und weiter, weiter, weiter. So wird es was. So kriegen wir das hin. So, Vorsicht. Und hey. Ja, so baut man Geschwindigkeit auf. So, das sieht gut aus. Weiter, weiter, weiter. 2 von 3. Ich schaff das schon. Glaubt ja nicht, dass ihr jetzt schon gewonnen habt. Auch wenn ihr gerade vorne liegt. Zack, hab ich euch wieder überholt. Aber jetzt bloß nicht überheblich werden. Bloß nicht so rüberkommen, als wäre man der größte Angeber. Denn sonst sagen am Ende alle, dass ich ein großes Mundwerk hatte, aber am Ende trotzdem nicht gewonnen habe. Also, immer schön bescheiden bleiben. Ich schaff das. Ich muss nur an mich glauben. So, und hep, hep. Sehr gut. Oh, oh, hohes Gras, wollte ich schon fast sagen. Hoher Schnee. So. So, so, so. Und nur noch reinrollen. Yeah! Wir haben es gemeistert. Und sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Klasse. So nenne ich mal ein Rennen als erfolgreich. Dies ist unser Champion. Man kennt ihn auch unter dem Spitznamen Überschall-Schneeball. Gratulation, mein lieber Schneeballfreund. Yay! Vielen lieben Dank, das hat super geklappt. Und auch wenn ich am Anfang dieser Folge geschwitzt habe, wie ein Ochse, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, haben wir es am Ende trotzdem gemeistert. Ein tolles Eisvideo für Kinder. Ich hatte meinen Spaß und ihr hoffentlich auch. Auch wenn wir am Ende des Tages kein Eis gegessen haben. Danke fürs Zusehen. Mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie findet ihr auf www.kinderkatze.de. Eine Webseite, wo ihr bedenkenlos kindgerechte Videos ansehen könnt. Bleibt katztastisch!